Hi und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Battle Royale. Wie ihr sehen könnt, leckt es weiterhin, aber ich habe natürlich Hoffnung, dass es nicht an meinem PC liegt. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn der Spielmodus anfängt. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dieses Mal ein klein wenig professioneller einstellen als beim letzten Mal. Hoffentlich. Na denn, da fliegt der Rachendrache. Und ich muss mal auf meine Karte gucken, wo wir hier sind. Ich muss mal sehen, ob ich bei der 9 rausgehe. Vielleicht auch bei der 5. Doch, ich gehe bei der 9 raus. Es mag zwar ein bisschen öde sein, aber ich gehe hier hinten raus. Nämlich... Kleinen Moment... Da. Und ich hoffe mal, dass ich auf das Dach da hinten komme. Jetzt gilt nichts mehr und raus. Geronimo! Und nischt wie weg hier. Nischt wie weg. Weil ich habe keine Waffen. Und ich habe jetzt festgehangen. Ja. Lauf schon! Das ist alles nicht gut. Ejo, ejo. Ja. Das ist zwar scheiß auffällig, aber das ist mir egal. Ein bisschen festcampen. So zum Beispiel. Ammo? Egal jetzt. Ich habe natürlich keine Ahnung, was ich hier mache. Oh, Minecraft, das kann doch nicht dein Ernst sein. So, auf jeden Fall, wir haben keine Kills. Wie soll ich jetzt die... Wieso kriege ich die Tür nicht kaputt? Soll ich die Tür jetzt wirklich mit bloßen Händen zerstören? Hilfe. Ja, wenn man etwas merkt, das ist noch am... Wie bin ich denn hier gelandet? Das soll einer kapieren. Wir haben noch keine... Was? Border Closing? Oh oh. Wo bin ich? Oh. Achso, das Blaue ist, wo sie ist. Hoffentlich. Wo sind hier Leute? Ach, ich sollte aufhören, so unfassbar blöd hier rumzulaufen. Oh. Ammo. Whiffle. Oh. Idiot. Wenn ich da schon mitmache, dann soll ich es auch richtig machen. Shotgun. 15 Schaden oder 10 Schaden? Das ist mir jetzt egal. Und was soll ich mit einem Eimer Wasser? Ich zittere gerade richtig vor mich hin. Und das ist sehr unangenehm. Cross-Teaming is not allowed. Ich habe Angst. Normalerweise bin ich kein PvPer. Und wetten. White Click. Ein Ofen? Der Puls rast. Man weiß es. Das Böse ist irgendwo. Man kann es spüren. Die Nackenhaare stellen sich auf. Und es gibt nichts, was einen davon überzeugen kann, dass dem nicht so ist. Playzone safe. Ja. Naja. Bis ich reagieren konnte, war ich sowieso tot. All diese Vorbereitung für nichts. Wir sehen uns auf jeden Fall
gleich in der zweiten Runde wieder. Da wären wir wieder. Wir haben es also nun hinter uns. Und wir wollen natürlich so schnell wie möglich wieder in Action. Back in Action. Natürlich hoffe ich, dass ich jetzt da auf dem Schloss da etwas finde. Halt. Komm. Mann! Oh! Jetzt hau schon ab, du Blödmann! Oh. Mann, ich bin so... Ah, hau ab, Mann! Geh mal aus dem Weg! Ah, Kiste! Nein, keine Kiste. Das war nur ein Typ mit brennenden... Jetzt lauf schon, du Idiot! Das war nur ein Typ mit brennenden Haaren. Oh. Die Anspannung steigt erneut. Hey, nicht nett. Hä? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich berührt wurde. Oh Mann. Nun denn. Da fliegen wir erneut. In einer weiteren Runde. Und wir hoffen natürlich, dass uns der Wahnsinn jetzt nicht so schnell ereilen wird wie in vorigen Runden. Und dass wir jetzt eine gute Gelegenheit haben, etwas Feines zu looten. Zu paar looten. Mhm. Oh nein. Nein. Mann, wie soll man sich denn da vernünftig nach oben stacken? Danke, Minecraft. Das kann doch nicht so unoptimiert sein, dass man sich hier nicht... Und tschüss. Oh, verdammt nochmal, Minecraft. Was ist denn das für ein... Schwachsinn. Nö. Ich spring lieber. Tschüss. Na denn, da sehen wir wieder unser Transportflugzeug. Und, tja, wie weit werden wir es dieses Mal schaffen? Weiter als gehofft? Weniger weit als gedacht? Schaffen wir es überhaupt? Über die Schutzzeit hinaus. Knocked off a cliff. Na, das ist ja toll. Und wenn ich jetzt abspringe, komme ich natürlich nicht schnell genug an dieses Haus. Komm schon, schneller. So, jetzt campe ich hier einfach. Ja, ganz toll. Wie soll man hier was machen, wenn man hier nichts beschädigen kann? Und dazu zählen natürlich auch die Türen. Toll, das heißt, ich darf jetzt stundenlang an diesem... Oh. Man merkt, es ist immer noch... Oh. Wow, toll, ich bin nackt, ich habe keine Waffen. Und, sind hier schon irgendwelche? Oh, haut ab. Geh weg. Loser. Nun denn, ich hoffe, dass man merkt nicht, dass ich ein wenig genervt bin. Genau. Und da hört man schon die ersten Sterbenden. Und ja, wie heißt es so schön? Ich bin deprimiert. Oder genervt. Oder genervtimiert. Weil es macht einfach keinen Spaß, wenn man ohne Loot gekillt wird. Denn dann hat man natürlich auch nichts, was man den anderen überlassen kann. Und was heißt das? Begegnungen gehen zu 9 von 10% Fällen tödlich aus. Für mich natürlich. Komm. Komm, hier unten. Und... Oh. Schnell weiter, habe ich gesagt, du Idiot. Oh. Warum laufe ich eigentlich nicht? Oh, ha, ha, ha. Huh.
Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ach, da höre ich doch schon jemanden. Da höre ich doch schon jemanden. Gib's zu. Och, was ist denn das hier für ein Beschiss? Man kann einen Stein nur zweimal hintereinander ansetzen. Ich werde langsam nervös. Ich habe zwar ein Diamantschwert, aber das bringt mir nichts. Natürlich pfeife ich mir bei einer Feindbegegnung den Apfel rein. Gott. Warum versuche ich es überhaupt erst? So. Das wird jetzt endgültig die letzte Runde für diese Folge sein. Und ja, ich bin einer, der nimmt seine Erfolge und Misserfolge eben mit. Damit ihr sehen könnt, es gibt keinen, der schlechter spielt. Naja, das waren auf jeden Fall meine ersten weiteren Runden. Und auf geht's. Oh nein. Ist mir doch egal, ob ich jetzt verrecke oder nicht. Na los, lauf dort. Tja. Ah, ja, geil. Natürlich stehe ich mal wieder ohne Loot da. Jemand auch noch auf den Geist. Nerv jemand anderen. Ui, und? Na los, töt mich endlich. Ui. Geil. So. Na denn. Wie dem auch sei. Das soll es dann erst einmal gewesen sein. Ich bedanke euch mich auf jeden Fall bei euch für euer Zusehen. Wir sehen uns vielleicht mal wieder. Lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Bis dahin und tschüss.